Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr bei einem ZTE-Handy Axon 7 einen Screenshot machen könnt. Wenn ihr mal auf eurem Handy einen Screenshot machen wollt, müsst ihr drei Finger nehmen und diese einfach auf dem Bildschirm zusammenziehen. Ihr seht, nun habt ihr einen Screenshot, den ihr noch bearbeiten könnt, indem ihr ihn von links nach rechts oder von den Ecken von oben nach unten zieht. Mit dem kleinen Pfeil auf der rechten Seite könnt ihr dies auch umstellen auf einen Kreis. Ihr könnt ihn oval machen oder richtig kreisförmig oder auch eine abstrakte Figur. Des Weiteren könnt ihr, wenn ihr euren Screenshot so haben möchtet, wie er ist, diesen beschriften, indem ihr hier unten auf den Stift tippt. Nun könnt ihr das Ganze beschriften, wie ihr wollt, oder auch bemalen und mit dem Haken hier unten abspeichern. Natürlich könnt ihr auch den Beitrag teilen, indem ihr hier unten auf das Teilen-Symbol geht. Und euch dann die App heraussucht, in der ihr den Beitrag teilen möchtet. Zum Beispiel über WhatsApp oder über E-Mail und so weiter. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir dies einfach unten in den Kommentaren. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat. Und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos von mir sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!